Simon, Glückwunsch zum Punkt, zum Tor. Hast heute keins gemacht, aber letzte Woche hast du zwei in Oberhausen gemacht, ne? Ja, man kann ja auch nochmal über Oberhausen sprechen. Aachen, Oberhausen hier, Maria-Waller-Straße, 3 Spiele, wo du, sag ich mal, Top-Leistung gebracht hast. Wer hast denn heute die ersten 45 Minuten deiner Mannschaft gesehen? Wir haben eine super erste Hälfte gespielt. Wir hatten viele Torchancen, die wir aber nicht genutzt haben leider. Aber trotzdem waren wir klar die bessere Mannschaft. Wir sind früh in Führung gegangen, hatten zu den Dosen öfter gegeben. Aber wir haben uns dann leider 1-1 gefressen, was halt eigentlich zu leicht war. Durch 4 Gegenspieler, glaube ich, war das. Und dann war die Halbzeit. So würde ich die erste Halbzeit beschreiben. Wie seid ihr denn in der Halbzeit vorbereitet worden für die zweiten 45 Minuten? Einfach weitermachen, so wie die erste Halbzeit. Haben wir auch gemacht, fand ich. Ich hatte selber gute Aktionen und das haben wir leider nicht belohnt. Haben wir leider uns das Gegentor gefressen wieder und dann mussten wir hinterherlaufen. Dann kam der Knick, nach dem Gegentor kam der Knick. Ja, schon, würde ich schon sagen. Und dann haben wir Glück gehabt, dass wir noch das 2-2 gemacht haben. Der Standard, das war sehr wichtig. Ich habe es ja angesprochen. Aachen, Oberhausen, jetzt hier. Dein Bewerbungsschreiben ist noch nicht ganz fertig für die nächste Saison, aber man ahnt ja, dass du dich vielleicht auch wohlfühlst hier in Düren. Aber gehen wir mal zurück zum Spiel heute. Urplötzlich Wechsel. Simon Breuer verlässt den Platz. Verletzungsbedingt? Nein, ich war nicht verletzt. War eine Trainerentscheidung. Akzeptiere ich. Aber wieso, weiß ich nicht. Bist schon enttäuscht, ne? Ja, klar. Ich will der Mannschaft helfen. Ich würde sagen, dass ich der Mannschaft immer gut tue. Mit dem Tor, mit einer Vorlage, ich bin immer gut dafür. Und ist halt schade. Ja, du bist ja der Fußballprofi pur, nicht nur im Fußballgeschäft, auch in der Freizeit. Ich glaube, du spielst nur Fußball, ne? Du hast nur den Ball. Ja, genau. Gehst du auch mit dem Ball schlafen? Nee, früher ja, aber mittlerweile nicht mehr. Ja, du hast ja auch gewisse Ziele, hast es ja vor Wochen uns schon mal angedeutet, sage ich jetzt mal. Ne? Heute ein bisschen enttäuscht. Wie kann man die Enttäuschung denn wegkriegen übers Wochenende? Puh, ich lenke mich einfach ab mit meinen Freunden, gehe was essen und dann geht es schon nächste Woche weiter gegen Düsseldorf. Und die Bewerbung, bist du dran am Arbeiten, ne? Ja, ich glaube, läuft ganz gut, ne? Aber klar, Fokus noch auf Düren, die letzten 6 Spiele noch, geht's weiter. Hat man heute noch so ein bisschen Rückblick auf Aachen, auf die fast 30.000? Nee, eigentlich nicht. Hab ich schon. Wie hast du die Atmosphäre denn da empfunden als junger Spieler? Eigentlich, ganz ehrlich, man merkt das eigentlich gar nicht so richtig. Ich bin so Fokus in einem Tunnel, dann kommst du gar nicht so mit. Erst wo ich die Ecke gegangen bin und mich alle ausgepfiffen haben, habe ich das gemerkt, aber sonst eigentlich nicht. Das Fazit vom Trainer heute am Schluss war nicht so ganz positiv, ne? Weil wir wieder viele Torschancen hatten und tatsächlich gewohnt haben. Und das ist halt schade, weil hier war viel mehr drin. Und dann wären wir wieder auf Platz 5, glaube ich, gekommen. Ist halt jetzt leider wieder nicht da.